Es muss nicht immer die Rolex sein, die Audemars Piguet oder die Patek. Es gibt auch andere stylische Uhren und das sogar auf Amazon. Auch wenn viele Jugendliche und junge Erwachsene dem Luxusuhrenwahn verfallen sind, ich kann euch eins sagen, Leute, es muss nicht immer eine Luxusuhr sein. Es geht auch preiswert und stylisch und das sogar auf Amazon. Und wer weiß, Leute, vielleicht gibt es irgendwann auch diese Luxusuhren auf Amazon. Who knows? Aber heute schauen wir uns erstmal in der Kategorie preiswert und stylisch um. Bei der ersten Brand bewegen wir uns preislich zwischen 30 und 1000 Euro und wir haben sehr einfache Uhren bis sehr ausgefallene Uhren, denn der Elektronikhersteller Casio hat tatsächlich mit der Einführung mit der G-Shock in den 80er Jahren die Uhrenwelt in puncto digitale Zeitmessung tatsächlich komplett verändert und ist bis dato unangefochtene Nummer 1, wenn es um die digitale Zeitmessung geht. Es gibt wirklich zahllose Varianten von der G-Shock und mittlerweile gibt es auch viele Kooperationen mit anderen Brands, mit Musikern, mit Künstlern und auch mit Sportlern und auch wirklich ganz viele Limited Editions von der Casio. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass Casio jetzt vor kurzem erst eine Kooperation mit Choupo-Moting gemacht hat, dem Fußballer. Also Casio ist da auf jeden Fall immer up to date und die machen da echt viel, wenn es um das Thema Kooperation geht. Und Leute, da gibt es wirklich echt mega ausgefallene Kollektionen. Und neben diesen ausgefallenen Limited Editions bei Casio / G-Shock bietet Casio grundsätzlich natürlich auch eine Vielzahl von den Klassikern an, die super einfach, aber gleichzeitig auch sehr, sehr stylisch sind. Und Leute, ich habe euch natürlich Links zu unterschiedlichen Watches von diesen unterschiedlichen Brands, die ich heute in diesem Video vorstelle, unten in die Infobox reingepackt. Schaut da gerne mal vorbei und ich habe zusätzlich auch noch eine komplette Wishlist auf Amazon erstellt mit nicen Männeruhren auf Amazon. Also schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Es gibt einen guten Grund, warum viele Uhrenkenner von der nächsten Marke mindestens eine Uhr besitzen. Wir bewegen uns preislich jetzt hier aktuell zwischen 200 und 2500 Euro. Vom Stil her sportlich, sportlich elegant bis elegant. Ich spreche von der Marke Seiko. Warum ist das so? Weil Seiko einfach grundsätzlich richtig gute Uhren herstellt. Seiko bietet nämlich ihre Uhren in diesem gewünschten elitären Stil inklusive mechanische Uhrenwerke an und das weitaus günstiger als jede andere Luxusuhrenmarke am Markt. Und by the way, Leute, schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, welche Brand, die ich heute hier vorstelle, euch am besten gefällt. Ich bin sehr gespannt, was ihr da schreiben werdet und falls ihr irgendwie einen Freund habt, eine Freundin oder so, die aktuell auf der Suche ist nach einer neuen Uhr, teilt lieben gerne meine Wishlist mit denen. Kommen wir jetzt zu einer Uhrenmarke, die tatsächlich jedes Jahr aufs Neue Dutzende neue Uhrenmodelle auf den Markt bringt. Stilistisch gesehen sind wir hier sehr minimalistisch und einfach unterwegs, preislich in einer Range zwischen 200 und 400 Euro. Ich rede von der Uhrenmarke Swatch. Auch Swatch hat mittlerweile diverse Kooperationen am Start mit Sportlern, Künstlern und auch anderen Brands, wie zum Beispiel, jetzt hört zu, den Peanuts, der NASA und zum Beispiel auch mit der Uhrenmarke Omega. Und Leute, die Kooperation mit Omega ist wirklich mega nice geworden. Omega und Swatch haben eine Kooperation gemacht und daraus sind 11 Biokeramikuhren entstanden, die nach Himmelskörpern benannt worden sind. Und Leute, diese Collection sieht wirklich sehr, sehr nice aus und die Uhren waren innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich ausverkauft. Weiter geht's mit einem Schweizer Traditionsuhrenhersteller, die tatsächlich seit über einem Jahrhundert auf völligem Erfolgskurs sind. Vom Stil her haben wir hier eine breite Range von klassisch, sportlich bis hin zu smarten Uhren. Preislich bewegen wir uns hier zwischen 400 und 3700 Euro. Die Rede ist von der Schweizer Uhrenmarke Tissot. Und ich habe von vielen von euch da draußen Messages bekommen mit der Frage, hey Daniel, was trägst du denn eigentlich für eine Uhr? Leute, jetzt habt ihr die Antwort. Diese Uhr hier kommt vom Schweizer Traditionsuhrenhersteller Tissot. Und das ist meine Everyday Watch. Ich bin da auch super happy mit. Das ist die PRX in 40 mm. Tissot macht wirklich einfach hervorragende Uhren zu einem megamäßigen Preis-Leistungs-Verhältnis und hat halt wirklich, wie eben schon angesprochen, eine riesige Range von klassischen Uhren, sportlichen Uhren bis hin zu smarten Watches. Und tatsächlich haben natürlich auch alle diese Uhren, diesen guten Ruf von dieser Qualitätsmarke aus der Schweiz. Wir bleiben in der Schweiz und zwar beim Schweizer Sportuhren-Spezialisten Alpina. Vom Stil her, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind jetzt hier sportlich unterwegs beim sportlichen Spezialisten, wenn es um das Thema Uhren geht, bei Alpina. Beim Preis haben wir hier eine Range zwischen 300 und 3000 Euro. Und wenn du auf der Suche bist nach einer richtig schicken, sportlichen, wertigen Uhr, dann bist du auf jeden Fall bei Alpina genau richtig. Und diese Uhren gibt es tatsächlich auch mittlerweile
mittlerweile schon auf Amazon. Wir bleiben abschließend noch in der Schweiz. Und zwar ist die nächste Brand vor allem bekannt für ihre Schweizer Taschenmesser, stellt aber auch Schweizer Uhrenwerke her. Bei dem einen oder anderen mag es vielleicht jetzt schon klingeln. Genau, ich spreche von der Marke Victorinox. Wir sind hier auch vom Stil her sehr sportlich unterwegs, haben eine Preisrange hier ungefähr zwischen 300 und 200.000 Euro. Und die Schweizer Marke Victorinox ist wirklich bekannt für ihre Liebe zum Detail. Und das nicht nur bei ihren Taschenmessern, sondern auch bei ihren Uhren. Also Victorinox bietet ihre Uhren mittlerweile ebenfalls auf Amazon an und hat auch wirklich richtig schicke Uhren. Also Leute, wie wir sehen, gibt es schon echt etliche Schweizer Uhrenhersteller, die ihre Uhren auf Amazon anbieten. Und ich bin mir sicher, dass auch die Luxusmarken, die tatsächlichen Luxusmarken, früher oder später auch auf jeden Fall bei Amazon verkaufen werden und nachziehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, welche Brand euch heute hier am besten gefallen hat. Ich habe euch selbstverständlich zu jeder Brand unterschiedliche Uhren unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Und falls ihr jemanden kennt, der aktuell irgendwie auf der Suche ist nach einer neuen Uhr, teilt lieben gerne dieses Video mit ihm. Ich wünsche euch auf jeden Fall auf diesem Wege viel Spaß bei eurer Uhrensuche.